Mahlzeit und herzlich willkommen zur XXL Farm. Erstmal mit ein bisschen Putzen. Wir haben hier echt im ersten Teil viel zu tun. Also Tiere gibt es noch nicht, aber das wird natürlich noch kommen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Gas geben. Nachdem wir die Feldspitze sauber haben, weil die Felder sind fertig gedüngt, sind fertig zur Abernten. Das heißt, wir werden anfangen. Muss ich mal gucken. Ah, so wollte ich das nicht machen. Gucken, was wir anfangen. Ich denke mal, wir fangen mit. Den Helfer lasse ich Feld 17 schon mal abernten und fährt da ein bisschen rumzwitschen. Ist einiges hier passiert, einiges schon angeschafft worden an Gerätschaften. Und jetzt werden wir hier richtig Gas geben. Hallo mein Baby. Bin ich jetzt zu blöd oder was? Aha, geht doch. Strohblock anschalten natürlich. Wir brauchen das Stroh. Zack, Helfer einstellen. Die beiden brauchen wir definitiv. Na. Aufklappen. Na, geht das? Ah, Mist. Habe ich wohl doch ein bisschen zu dicht gebaut. Aber ist ja nicht so schlimm.
Das werde ich jetzt auch nicht die ganze Zeit machen, bin ich ganz ehrlich. Da kommt genauso gut ein Helfer hin, weil ich schon mal den LKWs holen werde. Oh, das vergesse ich jedes Mal, ey. Jum, jum. Die. Und sobald wir die Gerätschaften da stehen haben, wo sie hin sollen. Den stellen wir einfach mal hier ab. Dann werden wir ich euch ein bisschen hier rumführen. Dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, was ich in den letzten Tagen und Stunden gemacht habe. Die. Weil das war echt nicht wenig, was ich gemacht habe. Okay, unser Mähdrescher hat schon mal 80%. Naja, komm, fahr mal mit dem Challenger. Mal eine kleine Runde für das kleine Legato-Teil hier. Also hier haben wir noch ein Weizenfeld angesehen. Diese beiden Felder habe ich zusammengetan, wo jetzt zwei einigermaßen große Hühnerställe stehen, zwei Schweineställe. Tiere habe ich noch nicht gekauft. Dann haben wir hier einen Kuhstall. Und noch einen Kuhstall. Das heißt, wir haben alle Tiere jetzt hier am Hof vertreten, bis auf halt die Pferde. Kommt auch noch ein Pferdegärtner kommt noch, das habe ich so entschieden. Aber es kommt ja später. Ich habe hier eigentlich aufgeräumt gehabt. Dann habe ich aber wohl den niedlichen den Flug. Ist das überhaupt mein Flug? Den habe ich mir nur geholt gehabt, um die Felder da zusammenzutun. Ich hoffe, ich habe den nur geliehen. Nein, ich habe ihn nicht geliehen. Verkaufen. Ja. Also das gehört uns hier. Dann habe ich hier ein Silo hingeklatscht. Also für Silage. Ja, das Holz, das müsste ich da entfernen. Hier eine kleine eigene BGA für unseren Hof. Wurzelfruchtlager. Wie ihr seht, ich habe hier wirklich alles entfernt und alles neu gestellt mit hier in der großen Halle, hier ein Heulager. Da hinten ist Kalkstation. Ach, fahren wir jetzt einfach mal rum. Das müsste ich schaffen. Unsere Tankstelle hier.
Hier haben wir Kalkstation, hier haben wir unsere Waschstraße. Flüssigdünger, Pflanzenschutzmittel, unser Silo. Dann die nächste große Maschinenhalle. Da hinten steht auch noch eine Halle und unser Farmhaus. Ja, okay. Und das da hinten habt ihr ja schon gesehen. Aber ich sehe gerade unser Fendt-Mähdrescher möchte abgeladen werden. Dann werden wir ihm den Gefallen noch tun. Und Kartoffelernter möchte auch entladen werden. Okay. Nein, nochmal zurück. Ja, also es hat sich, ich habe hier einiges auch an viel Spielzeit investiert, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt auch noch am Anfang die Fruchtzerstörung aus, weil sonst würde ich mir jetzt hier schön die Kartoffeln zerstören. Das möchte ich ja nicht. Und wir können dann auch direkt gleich noch anfangen, Strohablage einzusammeln. Dafür brauchen wir aber einen. Ja, den Fendt oder den Waltra. Da ich selber jetzt den Waltra auch gefahren bin in meinem Urlaub, dank meiner Frau, werden wir jetzt den Waltra nennen. Ich weiß nur jetzt gerade echt nicht, wo ich den Ladewagen habe. Ah, gucken wir mal. Das dürfte ja nicht so das Problem jetzt sein hier in den Ladewagen zu finden. Ah, ich weiß, wo er ist. Okay, ich muss den Garten wirklich kurz überlegen, aber ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er da hinten steht. Hier sind unsere ganzen Erdetechniken. Drei Sämaschinen halt. Einmal für Mais und Blumen. Einmal für normal, die Amazon habe ich da. Und Kartoffelsämaschine. Und da ist unser Ladewagen. Okay. Grasfeld ist auch abgeerntet. Jetzt werden wir dann den halben Atemzug mit dem Strohablage einsacken, denke ich mal. Ja, die Bäume müssen hier noch weg, Alter. Ich habe nichts gegen Bäume. Aber die beiden stören da doch ein bisschen. Und weiter geht die Fahrt.
Sache. XXL-mäßig. Und ich kann auch leider nur da wirklich Helfer einstellen, wo ich es machen kann. Ich kann jetzt hier nicht sagen, die fahren ab oder so. Da müsst ihr leider durch, weil ich wollte ja. Mir wurde ja schon gesagt, hier ein bisschen mehr zeigen und nicht immer 15 Minuten oder so eine Sache machen. Ja, klar, kann ich nachvollziehen, aber wie gesagt, Strohablage und Gras eincashen, das muss ich dann doch selber machen. Also kann ich leider, habe ich keine Option, einen Helfer einzustellen. Da müsst ihr durch. Und der hier wird definitiv auch zu Multiplayer gemacht. Noch. Also. Oh, ich liebe den Valtra. Aber es liegt, glaube ich, jetzt echt nur daran, dass ich den halt selber gefahren bin. Nicht dieses Modell, das kleinere Modell. Ich habe mir aber für die XXL-Farm halt gedacht, nehmen wir doch mal. Ein großes Modell. Wobei ich sowieso noch einen kleinen Anhänger für Wasser kaufen muss, weil ich in die Hallen nicht reinkomme mit dem 40 Tonner. Und dadurch wird dieser Tank dann auch wirklich nur für die Milch zum Verkaufen benutzt. Einen kleinen Anhänger müssen wir auch noch kaufen. Das sollte ja kein Problem sein. Ich muss halt auch immer darauf achten, was oben rechts steht. Ob da irgendein Fahrzeug abgeladen werden muss. Ja, Kartoffelernter ist halt doch relativ zügig voll mit seinen 9000 noch was. Fast 10.000. Aber wir sind ja jetzt auch schon einmal voll. Die Map finde ich halt für uns auf der Playsee halt sehr gut, da ich sagen muss, hier kann man wirklich ein XXL-Projekt machen, weil die Felder auch relativ gut groß sind. Hier kannst du schön auch mit Helfern arbeiten. Ja, genau das ist es ja, was ich meinte. Dann laden wir den schnell ab. Neuntausendfünfhundertneunzig, so. Muss ich den neu ausrichten oder was?
Durch was für ein Objekt wirst du denn hier blockiert, Kollege? Opala, hängen geblieben. Habe ich ja einigermaßen eben gemacht, ne? Das ist doch schön. So gefällt mir das. Ja. Aber ich würde auch sagen, dass wir hier gleich zum Ende unserer ersten Folge der XXL Farm kommen. Ich würde mich natürlich darüber sehr freuen, zu hören, was für Projekte ihr gerne haben möchtet, wie ihr das euch denken könntet, so wie wir weiter vorgehen. Ich habe meine eigenen Ideen, klar. Aber eure Ideen würde ich natürlich mit einbeziehen. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ach ja, denkt dran, Support ist kein Mord. Empfehlt mich weiter, wenn es euch gefällt. Lasst ein Like da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.